Liebe Kolleginnen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Jordan und ich komme aus Deutschland, aus Bensheim an der Hessischen Bergstraße. Arbeite dort beruflich an der Hessischen Lehrkräfteakademie, leite das Dezernat Zentralstelle für den Schulsport und die Bewegungsförderung und arbeite sehr intensiv zusammen mit Dorothea Beigel, an der ich heute auch das Programm Beweg dich Schule vorstellen werde. Und Beweg dich Schule ist eines neben vielen Angeboten von Frau Beigel, die markenrechtlich geschützt sind. Deshalb bitte ich darum, keine Fotos zwischendurch zu machen, sondern einfach mitzuschreiben. Das kodiert, das unterstützt das Lernen und Merken. Und ich habe ja auch einiges hier aufgeschrieben. Ich darf kurz auf das Programm eingehen und habe mal hier so die Ziele für heute kurz aufgeschrieben. Worum geht es? Es geht darum, dass wir sehr kurz, aber zumindest immer wieder auch, uns verdeutlichen, dass die Bewegung und die Wahrnehmung, also die Motorik und Sensorik, eine Grundlage dafür ist, optimal lernen zu können, bessere Leistungen erzielen zu können, immer auf einem individuellen Niveau, und das Verhalten regulierend zu lernen. Darum geht es. Wir erproben ein paar Beispiele aus dem Buch Beweg dich Schule. Ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Eine Übungssammlung mit über 300 Beispielen. Und daraus werden wir einiges heute kennenlernen. Immer wieder auch Variationen thematisieren. Überlegen, wie kann ich es passend machen für meine Altersgruppe, meine Schulform, mein Fach. Zu mehr Bewegung im Unterricht anregen, bereichern, integrieren und spüren, dass es uns selber auch ganz gut tut, wenn wir mitmachen. Liebe Kollegen, Bewegung, steht bitte auf, wir fangen an. Das ist schon mal immer so der erste Schritt, auf dem es jetzt ankommt, wo wir in der Schule auch ganz viel Wert drauf legen, wenn es heißt Bewegung, es geht los. Drei Grundregeln. Erstens, Stühle unter den Tisch. Damit wir selber auch viel Platz haben, uns gut bewegen zu können. Zweitens, so etwas wie Taschen, Ranzen, Rucksäcke, die im Raum rumliegen, einfach an die Seite stellen, am besten direkt unter den Tisch, damit man nicht dran hängen bleibt oder wie hier, wir haben ja ein bisschen Platz, einfach vielleicht auf den Nachbarstuhl. Und das Dritte wäre, und das ist auch immer eine Gefahr, Getränkeflaschen, Becher, irgendwas ausleeren, austrinken oder ganz fest zuschrauben in die Tasche rein und wegstellen, damit es nicht umfällt. Und nachher, ihr wisst, von wann ich rede, habe ich dann mehr Ärger, als ich vielleicht erzielen wollte und gewinnen wollte. Macht doch mal direkt mit, bei mir geht es gut. Vier Bewegungen und vier Wörter dazu. Mir geht es gut. Jawohl. Und noch einmal alle zusammen. Mir geht es gut. Jetzt war so laut, dass wir es uns auch selber glauben. Jetzt am frühen Morgen zusammen. Mir geht es gut. Sehr schön. Mal ganz leise und geflüstert. Okay. Mir geht leise es gut. Jawohl. Und dann geht das auch noch in Zeitlupe und langsam. In der Bewegungsqualität zu verändern. Also schnell und dynamisch auf der einen Seite und manchmal aber auch langsam und wirklich in Zeitlupe arbeiten und sich Zeit nehmen und Bewegung genießen. Ich glaube, das ist so der Wechsel, den es braucht, um auch zu unterstützen, was wir damit anregen wollen, nämlich eine neuromotorische und sensorische reife Unterstützung. Und das kann man natürlich ganz leicht variieren. Schaut her, die Reihenfolge variieren. Wie könnte ich diese Aussage der vier Wörter in eine neue Reihenfolge bringen? Macht mir mal einen Vorschlag. Gut geht's. Jawohl, aber die Bewegung bleibt und das Wort. Ne? Also mit welcher Bewegung starten wir? Sehr gut, alle zusammen. Gut geht es mir. Und mit den Kindern immer zweimal. Gut geht es mir. Noch ein Vorschlag? Es geht mir. Sehr schön. Was wäre die erste Bewegung? Es
Ja. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Sehr schön. Gibt es noch eine Idee? Gut geht. Also geht es mir gut. Als Frage, ne? Und die beantworten wir uns, aber erst zweimal die Frage. Geht es mir gut? Noch einmal, geht es mir gut? Jawohl, ja, uns allen geht es gut. Ganz gut, ja. Und das haben wir nicht nur in der Pandemie jetzt vielleicht zu schätzen gelernt, einfach so an den Emotionen anzuknüpfen, einfach zu sagen, ja, es geht mir auch gut, auch wenn die Umstände vielleicht drumherum so sind, wie sie sind. Ich kann sie aber gerade nicht ändern, kann aber darin gucken, wo ich bin, dass es mir wohl ergeht. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Und die Bewegung, die wir hier dabei hatten, das waren ganz tief. Ich glaube, das wird nachher noch deutlich, wenn wir über die Sensorik und Motorik sprechen. Ich würde gerne mit einem weiteren Beispiel anknüpfen. Das ist wunderbar, dass ihr schon steht. Und das geht heute Morgen so. Finger, Daumen, kneten. Hand, Hand, beten. Davon ordentlich zusammendrücken. Spannung aufbauen. Sehr schön. Schulter. Schulter. Heben. Und entspannt nach hinten runterrollen. Arm. Arm. Schweben. Und ausatmen. Hüfte, Hüfte, drehen, sehr schön, Bein, Bein, stehen und dabei wie ein Körperpendel hin und her bewegen, zur Mitte ausbalancieren, Knie, Knie, ab, nach, oh, Ben, tief, hoch, jetzt geht es los. Sehr schön, schön, dass ihr da seid, auch einmal ein ganz herzliches Willkommen. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir gerade getan? Überlegt einmal selber mit, was wir alles in diesen kleinen Beispielen schon angeregt haben. Wir haben die ganze Sensorik bespielt. Visuell, ne, schauen, wenn wir gegenüber das machen, vielleicht uns direkt gegenüberstehen, sehen wir, was der andere macht, könnten vielleicht spiegelbildlich, spiegelverkehrt arbeiten. Auditiv, gehört, aber auch mit Sprache kombiniert die Bewegung im Sinne der Intermodalität, Bewegung und Sprache zusammen verbinden. Die Merkfähigkeit sowieso für den Spruch, den Ablauf, gerade wenn wir es wiederholen und Schülerinnen und Schüler das dann auch mal alleine in Kleingruppen machen. Im Weiteren in der Sensorik die Taktilität durch die Eigenberührungen. Wenn wir uns gegenüberstehen, könnten wir auch Fremdberührungen machen, indem wir hier die Finger überkreuzen oder die Daumen überkreuzen oder die Hände überkreuzen, wenn die sich vorstellen. Also auch das wäre möglich. Wir haben dann an dem Vestibularsystem Gleichgewicht gearbeitet. Tief, hoch, vor, zurück, Bewegung, Drehbewegung, stehen auf einem Bein. All das ist Gleichgewicht. Propriorezeption, Bewegung, Spannung, Stellungssinn, Bewegungsrichtung, Druck, Geschwindigkeit, Qualität der Bewegung. Das Ganze mit Trennung von Ober- und Unterkörper, linker und rechter Seite, verbinden durch Überkreuzbewegung für das Corpus Callosum, linke und rechte Hemisphäre. In einem Bereich, wo es uns gut tut, wir emotional uns gut versorgen und eines nach dem anderen tun, Reihenfolgen berücksichtigen und sich Zeit nehmen, es auszuführen. Ausatmen, durchatmen und schauen, dass wir gerne mitmachen.
weiter. So viel mehr geht nicht. All das, was ich jetzt in der Kürze gesagt habe, ist original eigentlich das, worum es im bewegten oder bewegenden Unterrichten geht, also einem Unterricht, der mit mehr Sensorik und Motorik agiert. Und das ist eine Basis tatsächlich für das Lernen und Arbeiten. Genau. Wir schauen einmal hier drauf und schauen mal auf die Zugänge, die wir haben. Ihr dürft in meinem Seminar, wenn ihr wollt, stehen bleiben. Ihr könnt euch hinknien, ihr dürft aber auch Platz nehmen. Fühlt euch frei, wie ihr da das machen wollt. Wir haben uns ein bisschen abgewöhnt zu sagen, nehmt Platz, weil wir wollen ja im bewegten Lernen auch, dass die Arbeitshaltung frei wählbar ist. Schauen wir mal auf die Einordnung der Praxis. Worum geht es also? Es geht darum, die Akzente und Wirkungen dadurch in den Mittelpunkt zu rücken, dass wir die Nahsinne und die Fernsinne in den Bewegungsbezug einbeziehen. Und Unterricht funktioniert häufig über die Fernsinne, also Sehen und Hören. Gerade vielleicht auch in der weiterführenden Schule rückt das immer mehr in den Mittelpunkt, vielleicht in der Natur der Sache. Und trotz alledem braucht es, wenn ich Aufmerksamkeit unterstützen möchte, auch den Wahrnehmungsmix oder die Nahsinne, denn die wecken unser Gehirn. Bewegungsorientiert zu arbeiten, einerseits in der Bewegungsqualität, ich habe schon Werbung gemacht für langsame Bewegungen, aber vor allen Dingen fein- und grobmotorische Bewegungen, wie auch koordinative Bewegungen und auch kooperative, also miteinander etwas tun. Das war auch, wenn ich das in das Miteinander bringe, immer so das Thema, sich auf andere einstellen, im sozialen Arbeiten, sich auf deren Rhythmus einlassen. Da bin ich bei dem Thema. Dafür Sorge tragen, dass ich niemanden bloßstelle, sondern jeder kann mitmachen, wie gut er das kann. Wir haben so eine Leitidee. Es geht ums Tun und zunächst einmal nicht um das Können. Natürlich möchten wir irgendwann auch ein Können haben, aber ich würde nicht sagen, hey, magst du oder Hanna, so wie du das machst, ist es ganz falsch. Nein, ich würde eher beobachten, wahrnehmen und gucken, wie kann ich durch meine Anweisung, Ansage, Demonstration unterstützen, dass auch Max und Hanna vielleicht das ein Stück weit adaptieren. Didaktisch-methodisch in den Unterricht einbauen, in die einzelnen Phasen, in Phasen aber auch der Wiederholung, Festigung des Memorierens, Sammelns, Erkunden, Darstellen, Wahrnehmen, Erfassen, in Szene setzen, abbilden oder Fantasiereisen damit machen, dadurch den Fachbezug herstellen, die überfachliche Kompetenz, Aufbau eines positiven Selbstkonzepts, Stärkung in der Sozialkompetenz stark herausstellen, dem einen hohen Wert geben. Und jahrgangsstufenbezogen zu schauen, dass ich immer altersangemessen das mache. Ihr seht hier, bewegt die Schule, hat den Anspruch von der Vorklasse bis zum Abitur oder Matura zu arbeiten. Ich glaube, dass alle diese Beispiele, die ich heute mache, im weitesten genau dazu beitragen. Aber wir müssen es passend machen. Prima. Bewegung steht wieder auf, es geht weiter. Und wir nehmen ein erstes Beispiel. Denkt an unsere drei Regeln. Super, Stühle unter den Tisch und das passt. Wir machen das sogenannte Rechenjogging. Okay? Rechenjogging funktioniert wie folgt. Zunächst einmal marschieren und da gehen alle auf der Stelle. Ihr sagt, ah, ist bei mir schon schwierig. Ne? Mach's im Sitzen auf dem Stuhl. Oder geht von mir aus dann einfach auch in eine Grundhaltung. Aber wir haben jetzt hier Platz heute Morgen, wir können hier super marschieren, ein bisschen in Bewegung kommen. Ich rufe jetzt Zahlen. Und ist die Zahl, die ich rufe, durch 3 teilbar, dann hüpfen wir kurz auf der Stelle und marschieren weiter. Ist sie es nicht, marschieren wir grundsätzlich weiter. Auf geht's. 7, 9, 18, 19, 31, 37, 90, 101 und die 100 und die 3. Super, Stoff, hervorragend. So, bleiben wir mal bei diesem einfachen Code. Wir sind also bei dem Thema. Es gibt eine Ansage oder Anweisung oder ein Kriterium, an dem ich mich orientiere. Und dazu mache ich eine Bewegung, wenn dieses zutrifft. Das ist die Idee.
Deshalb gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen uns mal nur gerade Zahlen an. Also durch zwei teilbar. Immer wenn eine gerade Zahl kommt, gehen wir kurz in die Hocke. Ist sie ungerade, marschieren wir ordentlich weiter. Das ist unser Job und das kriegen wir, glaube ich, zusammen gut hin. Super. Macht euch gerne nur sitzen, das ist wunderbar. Es geht los. 5, 7, 9, 11, 99, 1 Million. 2, 4, 7, 13, 29, 20. Und stopp. Super. Zwei Kommandos hatten wir schon. Und jetzt im Sinne des Aufbaus entscheidet natürlich ihr, altersbezogen und schulformbezogen, wie viele kann ich gleichzeitig den Schülern anbieten. Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt schon ganz weit geübt, habt das immer wieder gemacht und es passt zu eurer Gruppe. Könnt ihr zum Beispiel im nächsten Schritt kommen. Was machen wir denn, wenn beide Kriterien zutreffen? Also eine Zahl ist durch drei teilbar und ist gleichzeitig noch gerade. Dann drehen wir uns um uns selbst. Ist sie nur gerade und nicht durch drei teilbar, das wäre zum Beispiel die 4, hocken wir uns. Und ist sie nur durch drei teilbar und ungerade, wie die 9, dann hüpfen wir. Okay. Das schaffen wir zusammen, dann sind wir gut. Wir können das ein bisschen nach links und rechts gucken, aber bleiben ganz bei uns. Denn im Zweifelfall wissen wir es ja besser und machen dann das, wovon wir überzeugt sind. Sehr schön. Es geht los. 5, 6, sehr schön, 7, 8, da geht's nur nach uns, super, ihr seid gut drauf, die 9, die 10, die 11, die 12, jetzt kommt die 24, die 23, 20, 18 und ihr seid spitze. Vielen Dank und schaut mal her. Ich habe das mal hier aufgeschrieben und würde euch gerne vor allen Dingen mitnehmen in die Idee, Mensch, wir haben zwar jetzt das Rechenjogging gemacht, natürlich etwas aus dem Matheunterricht, Teilbarkeitsregel, Grundschule ein großes Thema. Aber das muss ja nicht dort bleiben. Ja, es geht darum, um Merkmale. Ich könnte zum Beispiel, ich selbst komme aus der weiterführenden Schule, ich nenne Zahlen, wenn es eine Primzahl ist, mache ich eine bestimmte Bewegung. Wenn es eine Quadratzahl ist, mache ich eine bestimmte Bewegung. Ja, oder die Wurzel ziehen kann, ne, als Versus der Quadratzahl. Und so baue ich das quasi nach oben auf. Ich könnte aber auch hergehen und sagen, komm her, wir gehen mal in den Deutschunterricht. Ich entscheide, ich schreibe an die Tafel ein Referenzwort. Ich habe einfach mal hier die Mathematik hingeschrieben. Als Lehrperson rufe ich Buchstaben. Ist der Buchstabe Teil des Wortes, mache ich meine Bewegung und hüpfe. Jetzt kommt ein zweites Referenzwort. Ist der Buchstabe, den ich rufe, also A, B, K oder E, Teil des Wortes, gehe ich in die Hocke. Und jetzt, wenn ich zwei Referenzwörter habe und das Buchstabe kommt in beiden Wörtern vor, drehe ich mich um mich selbst. Versteht ihr? Gleiche Prinzip wie eben, nur hier über Sprache und hier über Rechtschreibung. Ich könnte aber auch hergehen, das nur mit Anlauten machen. Ich schreibe hier einfach ein A hin oder ein M. Rufe Wörter, wenn das Anlaut zutrifft, mache ich die Bewegung. Es können Lernwörter sein, es könnte die Eröffnung eines Themas sein, Wald und Wiese. Ja? Und dann vielleicht, welche Tiere leben dort typischerweise oder Haustiere und Vögel. Ja? Benenne die und antworte durch Bewegung. Ja, da habe ich dann eine eindeutige Zuordnung, aber das macht ja nichts. Dann habe ich einfach nur das oder das. Und so kann ich das durchgehen, mit Farben, mit Formen arbeiten, mit Schätzungen und habe eigentlich was ganz Einfaches. Ich muss gar nichts vorbereiten, ich muss einfach nur tun. Und das sehr kurz und wenn die Methode klar ist, gelingt es auch immer sehr schön.
würde ganz gerne mal hier in dem Gedanken bleiben und rücke mal in die Mitte ein paar Farben. Und nutze mal die Gelegenheit und möchte diese Farben mit euch kodieren. Ihr dürft im Stehen sehr gerne mitmachen, aber auch in jeder anderen Position, ich sage es nochmal, ist es möglich. Ich habe ja auch manchmal Kinder, die sitzen im Rollstuhl, haben eine Beinverletzung, kriegen das nicht hin. Dann heißt ja, was machst du? Ja, du machst mit, so wie du es kannst, aus der Position. Und wenn der Code vielleicht manchmal nicht ganz gut passt, gebe ich dir einen oder wähle einen aus, den alle mitmachen können. So, hört mal her, es geht los. Kommt die grüne Farbkarte, lade ich euch ein, den Kopf sanft auf und ab zu bewegen. Genau, nicht mehr, nicht weniger. Kommt die gelbe Karte, aufstehen und hinsetzen oder wenn wir stehen, hocken und wieder strecken. Das war gelb. Wir nehmen gleich vier. Erste Schuljahr Vorklasse hätte ich jetzt mit einer Farbe angefangen. Hätte gereicht. Aber wir nehmen vier. So, wisst ihr noch? Ja, sanftes Kopf hin und her bewegen, auf und ab. Und gelb, genau, super. Also das haben wir im Griff. Blau ist mit der Zunge zu schnalzen. Super. Und rot mit beiden Händen zu schnipsen. Perfekt. Folgende Vereinbarung. Ihr macht die Bewegung so lange, immer weiter, wie ihr die Farbe seht, ist die Farbe verschwunden. Dann stoppst du und wartest geduldig, ohne zu zappeln, ohne zu ruckeln, ab, bis die nächste Farbkarte kommt. Und das ist für mich, ihr merkt schon, worauf es hinausläuft, eine Chance, mit der Gruppe zu arbeiten, was sie leisten kann und wo sie mit mir mitgeht. Dann bin ich manchmal schneller, manchmal langsamer. Das ist dann meine Entscheidung aus der Beobachtung raus. Wir starten einmal. Sehr schön. Dann verschwindet es und dann ist wieder Stopp. Sehr schön. Wunderbar. Und wenn die weiße Karte kommt, bricht die Eiszeit aus, wird die Bewegung eingefroren und man stoppt, egal wo man ist. Im Zweifelsfall auch hier unten, einfach in der Mitte. Okay, erstmal danke fürs Mitmachen. Magst du mal zu mir kommen oder jemand? Ist das in Ordnung? Ja. Okay, vielen Dank. Schau mal, ich gebe dir mal zwei Karten. Es ist völlig egal, welche. Und wir stehen hier vor der Klasse. Vor der Klasse, genau. Und es ist ja auch manchmal so, dass es sich dann lohnt, und das wäre für mich nicht nur manchmal, sondern eigentlich meine Intention, wo ich hin möchte, die Schülerinnen und Schüler so gut es geht zu beteiligen. Also wenn ich Beteiligung habe, habe ich eigentlich ein Grundprinzip in der Pädagogik. Auch wenn ich sage, da mache ich gerne mit, da bin ich betroffen, kann mich einbringen. Wir nehmen mal die beiden Farbkarten hinter den Rücken und schauen schon zur Klasse. Und demonstrieren einfach nur mal, nehmen zum Beispiel eine Karte nach oben, die Klasse würde mitmachen, ich nehme sie runter, du nimmst die nächste, nimmst sie wieder runter, ich zeige wieder eine. Und dann bist du wieder dran. Und manchmal passiert es dann eben auch, dass beide Karten kommen. Ne? Dann kommt die dritte dazu, dann geht wieder eine weg und dann machst du die Bewegungen. Und wenn wir das langsam machen, und immer mit Blick zur Klasse beobachten, gehen sie mit, nehmen wir sie mit, überfordern wir sie nicht, aber unterfordern wir sie nicht, auch dass es langweilig ist. Dann haben wir da eigentlich sehr gute Karten. Und ihr habt natürlich gemerkt, die vier Bewegungen waren jetzt ausgewählt, sodass ich die auch sehr gut kombinieren kann. Aber vielen Dank.
Aber sie waren eben nicht nur methodisch so ausgewählt, sondern sie waren auch fachlich so ausgewählt. Denn überlegt mal, was wir getan haben. Mit der Kopfbewegung haben wir was angesprochen aus dem motorisch-sensorischen Bereich? Das Gleichgewicht. Ganz stark das Gleichgewicht. Und je langsamer, desto besser. Also Vestibularbereich. Wir haben mit der Auf- und Abbewegung aus dem grobmotorischen Bereich etwas genommen, Zusammenarbeit von Ober- und Unterkörper. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das erkennen wir in Schule und Unterricht ganz viel wieder, wenn es nämlich zum Beispiel darum geht, Buchstaben zu schreiben, ja, die dann teilweise von oben nach unten gespiegelt sind, wie das D und das Q, das Kleine. Bei manchen Kindern sehe ich es wieder, dass die Blattaufteilung eher oben ist oder eher unten, aber nicht unbedingt zentriert. Und wenn ich es mir dann in der grobmotorischen Bewegung anknüpfe, denn das endet im beidbeinigen Hüpfen irgendwann und im Hampelmann springen, und dann sehe ich möglicherweise Hinweise darauf, sehe, wie sie bei mir in der Schule arbeiten, sehe, wie sie vielleicht zur Tafel schauen und wieder ins Heft. Der ganze Körper bewegt sich mit und dann weiß ich aus meiner fachlichen Begründung, hier gibt es einen Nachreifungsbedarf in der Grobmotorik, oben und unten Zusammenarbeit. Und das kann ich unterstützen. Und wenn ich solche Bewegungen mache, biete ich gleich einen Förderbeitrag wieder an. Und darauf kommt es mir an. Und wenn ich es eben langsam mache, gebe ich meinem Gehirn auch die Möglichkeit, neue Verknüpfungen herzustellen. Und nicht in eine Kompensation zu geraten, sodass ich dann irgendwie vielleicht ins Hampeln und Hüpfen komme. Das war der. Dann hatten wir die Farbe Blau, das war Zungen- und Mundmotorik. Auch das ist etwas Grundlegendes zur Integration von einem Bewegungsmuster, was wir Such- und Saugreflex nennen. Und wenn der nicht gut integriert ist, gibt es oft Probleme in der Artikulation, Aussprache, in dem motorischen Teil von Sprache. Wir ordnen das dem Broca-Areal zu. Und last but not least, hier auch feinmotorisches Arbeiten, Fingerdifferenzierung, Taktilität in ganz hohem Maße. Ja, Unterstützung von Schreiben, aber wir wissen eben auch, dass im feinmotorischen Bereich Mund-Zunge mit Hand-Fingern und Füßen und Zehen zusammenarbeiten, beziehungsweise sich in der Entwicklung gegenseitig stützen. Perfekt. Also da sind wir jetzt schon sehr, sehr tief eingetaucht in die Gedanken von Beweg dich Schule und die Grundlagen. Ich habe gleich nochmal einen Überblick dazu, um euch dort mitzunehmen. Aber bevor wir das tun, heißt es nochmal Bewegung, steht bitte auf. So, jetzt schauen wir mal zu zweit, genau. Ihr könnt da wunderbar zusammenarbeiten. Ich brauche noch mal eine Kollegin für eine kurze Demo hier vorne. Wer kommt noch mal zu mir? Ja, wären Sie bereit? Ach, das freut mich. Vielen Dank. Super. Kleines Klatschspiel. Unser Grundklatschspiel ist Klatschen, Mitte, Klatschen, Mitte, Klatschen, Mitte, Klatschen, Mitte. Irgendwann wird es dazu kommen. Zu so einer Fingerbewegung könnten wir zum Beispiel mit der rechts und rechten Hand, dann linke und linke Hand und dann geht es nochmal um Klatschen, Mitte, Klatschen, Mitte. Dankeschön. So, ihr seht gerade, es geht auf, arbeitet zu zweit zusammen und dazu gibt es von mir jetzt natürlich einen Spruch. Aufgepasst, es geht los, ich mache hier vorne alleine als Demo und ihr fangt direkt an. Es geht los. Gemeinsam. Wasser trinken ist ein Hit. Es erfrischt mich, komm mal mit. Aufpasst darum, vergesse nie. Wasser trinken ist Energie. Hey, sehr gut. Prost. Und das Wasser trinken gehört immer mit dazu. Also nehmt gerne einen Schluck, das erfrischt unser Gehirn. Alle diese Bewegungen, Übungen, die wir machen, verbrauchen auch Wasser und hält unsere Konzentration oben. Damit wir einfach das nochmal zusammen vielleicht erleben können und klarerweise wollte ich es euch auch notieren, habe ich euch den Spruch auch hier nochmal aufgeschrieben.
In Bewegt die Schule gibt es ganz, ganz viele dieser Sprüche. Wunderbare Dinge zu Wochentagsbewegungen, von Schülern teilweise geschrieben. Ihr könnt euch auch selber welche überlegen. Das ist so immer meine Initialzündung, so jetzt trinken wir im Unterricht, das ist unsere Trinkpause. Also insofern gern einmal noch zusammen. Wollt ihr noch mal mitmachen hier? Und dann dürft ihr gerne auch euch notieren. Aufgepasst, es geht los, gemeinsam. Wasser trinken ist ein Hit. Es erfrischt dich, komm, mach mit. Darum vergesse nie. Wasser trinken ist Energie. Hey! Sehr schön. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Wobei, eigentlich müsste sich euer Gehirn bei euch bedanken. Denn ihr macht es ja nicht für mich, sondern für euch selber. Und ich sehe es eigentlich als Teil unserer Erziehungsarbeit, auch mit Blick auf die Ernährung, aber vor allen Dingen eben das Thema Trinken ist ja eines, was sich komplett durch alle Altersgruppen bis ins hohe Alter zieht. Und ihr wisst selber, immer das Glas voll daneben oder beziehungsweise hier im Unterricht die Flasche, die ich fest zuschrauben kann, dann kann ich da gut mitarbeiten. Sehr gerne, die Anwesenheitsliste, das passt. Vielen Dank für die Erinnerung. Gut. Ja, also ich denke, wir sind gut unterwegs und ich habe mal hier vorbereitet auf einem Flipchart eine Übersicht und die möchte ich ganz gerne mal in den Mittelpunkt hier rücken. Es geht mir nämlich darum zu verdeutlichen, dass wir im bewegten Unterricht natürlich Spiele und Bewegungsspiele und Wahrnehmungsspiele anbieten zur Unterstützung des Klassenklimas, zur Unterstützung der Gehirnaktivierung, zur Anregung zur Produktion von Neurotransmittern und Botenstoffen, die unser Gehirn für Aufmerksamkeit und synaptische Verbindungen braucht. Aber mir geht es auch darum, liebe Kollegin, deutlich zu machen, dass wir über eine andere Bewegungsqualität und Auswahl deutlich tiefer kommen in die menschliche Entwicklung. Und schaut einmal, ich habe ja schon gesprochen davon, dass die Nahsinne eine besondere Bedeutung haben. Und legen wir noch mal ganz kurz für uns, welche Sinne haben wir 7 Stück. Auf geht's. Erstens. Tastsinn. Sehsinn. Sehsinn. Ja. Genau. Genau. Das Akustische. Genau. Wie bitte? Den Geschmack. Genau. Das Gustatorische. Genau. Das Riechen habe ich gehört. Wurde gesagt. Perfekt. Genau. Und hier eben die Propriozeption, also Tiefensensibilität, kinästhetische Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke und hier eben das Gleichgewicht. Das Spannende ist, dass die Nahsinne der Entwicklung der Fernsinne vorausgehen. Ein Beispiel ist, und vielleicht für mich auch ein sehr markanter Punkt, ab der 5. Schwangerschaftswoche, also vorgeburtlich, ordnet man dem Bereich der Taktilität zu, dass es das erste reagierende Sinnessystem ist. Ab der 5. Woche. Und ab der 5. bis 9. Schwangerschaftswoche entstehen auch unsere ersten Bewegungsmuster im Mutterleib. Nur zum Beispiel die komplette Beugehaltung und das ansatzweise Strecken, was dann natürlich in der gesamten Streckung erst zum Zeitpunkt der Geburt und nachgeburtlich eintritt. Aber das ist ein Bewegungsmuster. Und das ist eines, was hochgradig mit der Taktilität verbunden ist, die Beugung. Und in die Aufrichtung zu kommen, fordert mich sehr stark in der Entwicklung im Gleichgewicht und in der Muskeltonuskontrolle. Und ohne dass ich jetzt an der Stelle tiefer einsteigen kann, wollte ich wenigstens mal diesen Gedanken dahin geben, dass wir das nicht nur so benennen, sondern wirklich in den Etappen der Entwicklung, der Reifeprozesse, der Integrationsphasen,
immer wieder auf den Punkt zurückkommen, die Nahsinne sind die Grundlage dafür, dass ich gut und gesund aufwachsen und gut lernen kann. Auch wenn ich nachher mit den Fernsinnen arbeite, aber der Fernsehen sehen und hören ist maximal mit dem Gleichgewichtssinn verknüpft. Und vielleicht auch hier nochmal eine Information beim Thema Hören. Habe ich natürlich einerseits den Ohrenarzt, der mir eine Untersuchung macht und vielleicht feststellt, okay, physikalisch und so, da brauchen wir eine Unterstützung, da könnten wir vielleicht mit einem Hörgerät oder einer Hörunterstützung Abhilfe schaffen. Jetzt kommt das Kind aber dann trotzdem in die Schule und dann geht es darum, wo hörst du eigentlich hin und was hörst du vor allen Dingen von dem, was hier sprechen und wem hörst du zu? Kann es die Nebengeräusche ausblenden, einfach beiseite liegen lassen? Kriegt es die Richtung mit, aus der gesprochen wird? Hat es eine differenzierte Hörwahrnehmung in Höhen und Tiefen, aber auch in Richtungen und kann dadurch zum Beispiel auch Sprache einfacher und gut erlernen oder hat es da sozusagen auch immer einen schlechteren Ausgangsstand als andere Kinder. Und wenn wir gleichzeitig wissen, dass der achte Hirnnerv der Nerv ist, der aus der Cochlea der Hörschnecke kommt, gleichzeitig aber auch aus dem Innenohr, wo unser Gleichgewichtsorgan ist, es ist ein und derselbe Hirnnerv, dann haben wir jetzt schon ein Indiz dafür, dass Kinder, die gut im Gleichgewicht sind und hier tatsächlich in der Gleichgewichtsverarbeitung, also in den vestibularen Impulsen, die ich durch jede Kopf- und Körperhaltung auslöse, Bewegung auslöse, dass Kinder, die da gut im Gleichgewicht sind, auch eine höhere Hörleistung haben, nämlich in dem Sinne, dass das, was sie hören, sich fokussieren können und dann auch besser und einfacher verarbeiten können als Kinder, die nicht gut im Gleichgewicht sind. Und das sind ganz, ganz tiefe Zusammenhänge. Und Dorothea Beigel hat nicht umsonst dann auch in unserer Studie, die sie in Hessen mit Universitäten Bochum jetzt unter anderem durchgeführt hat, Hochschule Aalen, dann dieses Gleichgewichtsprogramm entwickelt, wo jede Unterrichtsstunde mit einer Gleichgewichtsübung beginnt, die aber auch an motorischen Grundbewegungsmustern anknüpft. Und genau diese Nachreifung, von der ich gesprochen habe, also Kinder ins Gleichgewicht bringen, damit sie dann in Schule, in Unterricht, aber vor allen Dingen natürlich auch in ihrem gesamten Lebensumfeld einfach besser hören können oder genauer hören können. Beim Sehen ist es genauso. Also eine klarere, schärfere, fokussiertere Sehleistung, Augen fixieren können, Linien halten können beim Lesen, bei Nah- und Fernsicht akkumulieren können, ständig mit der Kopfbewegung in Verbindung, ständig Gleichgewichtsimpulse, die ich verarbeiten muss oder aushalten und integrieren muss. Im Sozialverhalten kennen wir das auch. Kinder, die Nähe suchen, euch schon fast auf dem Schoß sitzen, und manche, die in die Distanz gehen, sich am liebsten verstecken würden, gar nicht angesprochen werden, weil sie es nicht aushalten können oder noch nicht so weit sind in ihrer Reifung. Vielleicht, wenn sie nach vorne kommen sollen, ein Gedicht vortragen oder hier im Raum sitzen, die Nähe zu anderen und die Blicke von anderen integrieren zu können. Denn Taktilität und Verhalten und Blickkontakt ist eine Einheit und manchmal gehen Blicke direkt so unter die Haut und wirken taktil so, dass sie hier oben sich entweder vielleicht aktivieren, ach, schön, dass wir uns sehen und dass du da bist, oder uns vielleicht sogar aggressiv machen oder uns aus der Haut fahren lassen oder das Kribbeln aus der Haut gar nicht mehr aushaltbar ist, wir hier oben eigentlich nichts mitkriegen mehr, weil wir so damit belastet sind oder gefordert sind, uns in der Impulskontrolle zu kontrollieren. Rechnen, lesen, schreiben. Ich hatte schon gesagt, das Thema Linien halten, Proprizeption, Stiftdruck, Stifthaltung, Arbeit mit Linealen, Geodreieck, Scheren bedienen können. Das sind feinmotorische Leistungen, die die Grundlage hier haben in der Verarbeitung. Beim Lesen auch so, das Zusammenschleifen von Buchstaben,
von Silben, Reihenfolgen einhalten. Wenn es hier zu Buchstaben drehern oder verwechseln kommt, zu Links- und Rechtsvertauschung, vielleicht Formen von Lese-Rechtschreibschwäche, ist häufig auch eine Zusammenarbeit von linker und rechter Körperhälfte noch nicht so weit entwickelt, dass wir da ein gutes Fundament haben. Und wir würden es im Sport und in der Bewegung an solchen einfachen Seitwärtsgängen sehen. Motorik haben wir jetzt ganz viel drüber gesprochen. Wir können noch die Verdauung mit einbeziehen. Verdauung ist Blasen- und Darmkontrolle aufgrund von Muskeltonusarbeit. Das Thema Einnässen, manchmal auch Einkoten, ist eines, was uns zunehmend in Schule mit rein begleitet. Also es wird durchaus mehr. Und wenn wir uns die Kinder angucken, wie sie uns begegnen, gibt es da zusammen. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, weil wir sind ja hier absolut im pädagogischen Bereich, nicht im therapeutischen. Und ich sammle einfach nur Hinweise. Ich schaue es mir an und denke, okay, das passt doch. Weißt du, und wenn ich jetzt frage, ja, wo kann ich denn seitwärts gehen und so machen, sage ich dir als Beispiel, Dorothea hier auch wunderbar aufgeschrieben in den Wochentagsbewegungen. Ne? Machst du dir ein Plakat, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Schreibst du hin, okay, montags rückwärts gehen, dienstags einbeinig hüpfen, mittwochs beidbeinig, donnerstags seitwärts gehen, freitags nach 3 Schritten einmal drehen. So, und das ist dann euer Job. Heute ist Samstag, gut, war jetzt nicht dabei, dann nehmen wir Samstag den Hopsterlauf. Dann heute so das Klassenzimmer zu verlassen. Dann machen wir das heute, hier beginnen von der ersten Reihe, dann kommt die zweite, dann die dritte. Ab der Klassenzimmertür normal weitergehen, denn ich weiß ja nicht, wer dann sonst noch am Flur ist. Und dann haben wir ganz spielerisch sowas immer wieder dabei. Und wenn ich es trainieren möchte und wirklich sehr nachhaltig nachreifen möchte, dann brauche ich Rituale im Unterricht. Da wäre zum Beispiel der Gleichgewichtskalender ein perfektes. Weil ich bin im Moment heute in diesem Seminar auf der spielerischen Ebene. Aber die ist für mich ganz wichtig, weil es ein Einstieg ist, ein Schlüssel. Emotionalität haben wir drüber gesprochen. Also sich so regulieren zu können, dass ich nicht zu Tode getrübt bin oder jubele vor Freude, wenn es heißt, auch super, dass du ein Lineal mitgebracht hast, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber ich eben hier so unsicher noch bin in meinem Verhalten. Können wir es so stehen lassen? Prima. Wenn das passt, dann arbeite ich mit euch sehr gerne jetzt noch praktisch weiter. Ich habe jetzt so das Wesentliche, was ich theoretisch von den fachlichen Hintergründen sagen wollte, getan. Und schau einmal genau hier drauf. Ja, nehmen wir mal eine Form der Fingerspiele. Legt doch eure Hände bitte auf den Tisch. Wenn die Tischoberfläche nicht so gut da leiden mögt oder keine habt, legt es gerade auf eure Oberschenkel. Ja, aber Tisch ist wunderbar. Genau. Ganz einfache Aufgabe. Hebe jeden Finger von links außen beginnend bis rechts außen einmal an und tippe auf. Außen angekommen, wieder zurück. Eine ganz einfache Bewegung. Genau. Für mich wunderbar als Lehrer. Ich kann beobachten, sehen, kann. Ihr macht immer weiter, ne, bis was Neues kommt. Kann schauen, wie Einzelne mitmachen. Kann vielleicht auch mal hingehen, mal gegenüber arbeiten. Ne, so nach dem Motto: hier, komm her, wir beide. Ich darf mal den Stuhl nehmen. Wir beide sitzen uns gegenüber und machen daraus zum Beispiel ein Fingerspiel, dass wir im gleichen Rhythmus von hier außen beginnen und quasi spiegelbildlich arbeiten und die Finger anheben. Sehr schön. Wir könnten jetzt mal so machen, dass wir frei sind. Ich darf irgendeinen Finger anheben und du kopierst. Sehr schön. Ich könnte Folgendes machen. Ich darf dreimal tippen. Du schaust ganz genau hin, welchen Finger ich tippe. Und dann kopierst du. Jetzt sind wir bei dem Thema Merkfähigkeit.
Muss mal gucken, ob dreimal gleich geht. Ich hätte natürlich erst mit zweimal begonnen. Okay, es geht los. Schau genau hin. Sehr gut. Und es geht einfach darum, spielerisch hier zu agieren. Wenn ich zum Beispiel einen Stift nehme als Partner, finde ich es auch immer ganz schön. Ich zeige auf einen Finger und du hebst ihn an. Jetzt geht es darum, ich zeige auf einen Finger, du darfst ihn erst anheben, wenn der Stift weg ist. Genau, um einfach so lange merken zu müssen, auszuhalten und dann zu bewegen. Auch das Finger zum Beispiel einkrallen ist eine ganz schöne Bewegung. Der geht immer am schwierigsten. Der Ringfinger geht schwierig, das ist bei mir auch nicht anders. Na, dann könnte man auch Folgendes machen. Es gilt wieder für alle. Macht einfach direkt mit. Ich rufe, also angenommen, wir sind jetzt so weit, dass wir auch wissen, wie die Finger heißen, den Namen eines Fingers und sage danach eine Zahl, zum Beispiel Ringfinger 3. Und dann tippt ihr mit beiden Ringfingern dreimal auf. Es geht los. Ringfinger 3, Daumen 4. Kleiner Finger 1, Ringfinger 3 und Stopp. Und so geht das quasi immer weiter. Ich kann links und rechts unterscheiden. Ich hätte auch die Möglichkeit, ich habe das hier mal vorbereitet, mit so Post-its, dass ich sage, okay, wir nummerieren die Finger durch. Ich mache für euch heute mal eine ganz einfache Nummerierung. Das heißt, wir beginnen aus meinem kleinen Finger mit der 1. Und enden beim Daumen mit der 5. Und das zu beiden Seiten. Das heißt, auch hier die rechte Hand wäre genauso nummeriert. Hier die 1 und dort die 5. Okay? Erstmal gleich und einfach. Das heißt, ich rufe jetzt eine Zahl auf und du hebst genau diesen Finger an. 3, also immer beide dann, ne, von beiden Händen. 4. 1 und Stopp. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hergehen und sagen, okay, wir wissen ja hier, das ist der Code für die Ziffern 1 bis 5. Hier haben wir auch einen Code von Ziffern 1 bis 5. Und wir kennen zweistellige Zahlen. In einer zweistelligen Zahl ist links die Zehnerstelle, rechts die Einerstelle. Einverstanden? So, jetzt rufe ich hier eine zweistellige Zahl. Nehmen wir an die 15, dann ist es dein Job, links bei der Zehnerstelle den kleinen Finger zu heben und rechts bei der Einerstelle den Daumen, bei der 15. Probieren wir es aus. Es geht los. 33. 24. Okay. Probiert gerne, beide Finger zur gleichen Zeit anzuheben. 13. 42. Spätestens jetzt wird irgendwann das Flipchart weggedreht. Du hast es gemerkt und gelernt. Es geht weiter. 25. 45. Sehr schön. Und wieder zurück. Wisst ihr, unserem Gehirn ist das zunächst einmal völlig egal. Wir haben natürlich da etliches automatisiert. Wenn du jetzt sagst, okay, nee, mir ist lieber, ich setze hier die 1 an und da die 5, weil es mir vielleicht ein Stück weit leichter fällt, in dem, wie ich das auch gelernt habe mit den Fingern, könnt ihr das natürlich tun. Es ist auch nett, dann irgendwann herzugehen und zum Beispiel zu mischen und ein ganz anderes System anzulegen. Und dann braucht es natürlich hier immer wieder den Abgleich. Hingucken, zurück, habe ich beim Tafelschreiben auch, beim Abschreiben, beim Fokussieren nach vorne und dann drehe ich es irgendwann weg. Ihr merkt also, es geht mir ganz stark auch hier um ein Augentraining. Und wir wissen, es ist Augentraining und die Augensteuerung und die Augenstellreflexe aufbauen auf den ersten Bewegungsmustern. Das heißt, wenn ich meine Augen gut kontrollieren kann, bin ich eigentlich in meiner Bewegung schon ein Stück weiter und könnte als Kind schon krabbeln.
Ich könnte schon seitwärts gehen, vielleicht an der Tischkante. Und ich kann im Wesentlichen auch schon gehen und beginne auch schon rückwärts zu gehen. Das ist so dann die Zeit, wo sich die Augenstellreflexe dann auch ausprägen. Und deshalb mache ich mit euch nochmal folgendes Beispiel. So. Hier sind wir erstmal in einem Chart und die Farben sind gerade mal noch egal. Ich tippe auf Zahlen und wir bleiben bei unserem Code. Jetzt in dem Sinne, kleiner Finger 1, Daumen 5. Und das bei beiden Händen zur gleichen Zeit. Es geht los, ihr hebt bitte beide Hände entsprechend an. Sehr schön. Ich habe euch gleich ein Stück weit mehr gefordert, dass ich nämlich wild durchgegangen bin. Ihr hättet vielleicht erst erwartet, wir arbeiten zeilenweise und so würde ich auch anfangen. Ganz klar. Aber jetzt so im Sinne dieses Workshops hier habe ich jetzt gleich ganz viele Schritte integriert und mir geht es um diesen Abgleich. Und mir geht es dabei auch dann oft auch um Sprechen. Also ich mag es und ich schätze es, wenn wir dann alle mitsprechen. 2, 4, 5. Das ist in Ordnung. Für einige ist es eine Hilfe, die nehmen die Kinder sehr gerne an. Und für manche ist es aber auch einfach ein Wohlsein. Und dann aber es auch abzubauen und in Stillung Konzentration zu machen, ist ein nächster Schritt. Ja, und weil seht ihr natürlich hier meinen Farbcode. Blau ist die linke Hand, rot ist die rechte und schwarz sind beide. Linke, blau, rechte, rot, schwarz, beide. Und nur einmal zum Einfühlen nehmen wir gerade eine Reihe durch. Es geht los. Die nächste Reihe mit Sprechen. Beide eins. Zusammen. Rechts 3. Sprechen. Beide 2. Links 5. Rot ist rechts der Bord. Da habe ich den falsch gemacht. Okay. Ja. Starten wir noch einmal gemeinsam. Auf geht's. Also beide 1. Links 2. Beide 2. Rechts 5. Links 4, rechts 3, beide 5, rechts 1, beide 4, links 2. Stopp. Und ihr merkt, wie die Anforderungen steigen und größer werden. Und das ist ein Chart, das habe ich einmal gemacht. Und ich habe mir einfach nur geschaut, dass es möglichst abwechslungsreich ist. Das kannst du sehr schnell selbst anlegen, auch gerne anders. Gib mir ein weiteres Beispiel, was für mich auch absolute Grundlagenarbeit ist und vor allen Dingen immer sehr, sehr gut funktioniert. Das ist der Augenblick der Konzentration. Ich lade euch ein, gerne wieder aufzustehen. Und alles, was ihr braucht, ist eigentlich nur dieses Kreuz. Vielen Dank. Sehr gut. So, wir kodieren es einmal. Zeige ich nach oben, reckst du dich? Gerne mit den Armen nach oben auf die Zehenspitzen, machen wir hier mal und ruhig stehen bleiben. Hier runter in die Hocke, so tief wie es geht. Bei den Kindern habe ich gesagt, Hände flach auf dem Boden. Hier spiegelbildlich arbeiten, Schritt von euch aus gesehen nach links. Und stehen bleiben und zeige ich hierhin, Schritt nach rechts und stehen bleiben. Und immer in der Endposition bleiben, so lange bis ein neues Kommando kommt. Okay, es geht.
Und das ist die Mitte. Und kommt der Stift hier hin, passiert gar nichts, da haben wir keinen Bewegungsauftrag. Sehr schön. Also das ist etwas ganz Dankbares. Und ob du das jetzt feinmotorisch machst oder grobmotorisch, was weiß ich was, mit Fingerschnipsen und nach oben, unten oder klatschen oder hier mit ganz zarten Bewegungen, hier an der Stelle mit den Fingern reiben, hier vielleicht klatschen, dann vielleicht auf den Tisch klopfen und zum Schluss schnipsen oder krabbeln. Das sind ja alles ganz tolle Anregungen, die ich da ganz einfach integrieren kann. Und ich muss nicht immer nur in die Dynamik gehen, sondern ich kann auch in das Ruhige gehen. So, und jetzt lohnt es sich hier richtig, bei diesem Beispiel in die Variationen einzusteigen. Und das sind hier, das Leichte ist natürlich der Gegenteilstag. Das kennt ihr, habt ihr sofort drauf. Wir machen es trotzdem einmal für uns mit, damit wir so in den Prozess kommen. Das heißt, ich zeige nach unten, du reckst dich. Ich zeige nach rechts, du bewegst dich nach links. Volle Konzentration und es geht gemeinsam los. Immer bleiben in der Position, bis was Neues kommt. Und die Mitte ist die neutrale Position. Ich stelle mich einfach hin und beende. Auch hier gerne wieder mitsprechen. Und damit das Mitsprechen mit oben, unten, links, rechts ein bisschen leichter fällt, kann man zum Beispiel am Ende so Farbpunkte ansetzen. Und dann kann man die Farben benennen. Und dann heißt es hier grün von der ganzen Klasse im Chor. Und man bewegt sich nach, in dem Falle, links. So, jetzt bleiben wir aber, gehen wir gleich einen Schritt weiter. Ihr sagt ab jetzt, die Farbe, die ich zeige, bewegt euch aber selbst eine Viertelstunde weitergedacht. Also du sagst hier grün und reckst dich nach oben. Sagst hier blau und machst einen Schritt nach rechts. So, wir sind alle dabei, volle Konzentration. Das schaffen wir. Ich habe so ein paar Stufen übersprungen und komme jetzt hier schon mal an. Es geht los. Nein, nicht das geht, das Viertel weiter. Im Uhrzeigersinn. Sehr gut. Grün. Super. Mitte. Ja, Mitte gerne dann auch mitsprechen und einfach stehen bleiben. Macht euch gerne eine Notiz dazu. Und das sind dann so ganz einfache Dinge. Und jetzt könnte ich hier auch sagen, komm her, wir lassen das Zeigen weg. Ich drehe das Flipchart um, ihr habt es gemerkt und gelernt. Oder meine Bewegungsanweisungen sind nicht mehr mit dem Stift, sondern ich rufe Stellvertreterbegriffe wie Obstsorten, Gemüsesorten, Assoziationen, die ich damit verbinde. Mache vielleicht am Ende noch Codes hin, wie Buchstaben, Wörter, Begriffe oder Zahlen. Formen ist auch ganz dankbar, ne, mit Quadrat, Rechteck, Kreis, Dreieck zu arbeiten. Das sind einfach Chancen, die ich hier sofort habe. Und in der Bewegung, merkt ihr selber, bin ich total im Grobmotorischen. Zusammenarbeit oben und unten und links und rechts. Ich habe hier eine ideale Unterstützung und dadurch, dass ich in der Position bleibe, gebe ich meinem Gehirn auch immer die Möglichkeit, neuromotorisch nachzureifen. Und das ist eine echte Chance. Und hieraus kann man jetzt so viel machen. Und ein Beispiel, genau, dürft ihr gerne mal Platz nehmen, weil es lohnt sich vielleicht auch das nächste Beispiel mal im Sitzen zu probieren. Ist folgendes. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht mir sehr um das Gleichgewicht auch. Das Gleichgewicht zu fördern. Und bei diesem Beispiel haben wir die Möglichkeit, heißt ja Augenblick der Konzentration bei Dorothea Beigel, auch im Beweg die Schule Buch 218, könnte man das aber auch nennen, Mensch, stellt euch mal so eine Fernbedienung vor. Ne? Also du sitzt jetzt auf einem Stuhl, rückst ein Stück weit zurück, kommst vorne auf die Stuhlkante, sodass du hinten dich nicht anlehnst. Sehr gut. Ne, gleich mal in die Position gehen, weil das ist jetzt vorne auf der Stuhlkante unsere Mitte.
zeige ich von dir aus gesehen nach oben, bewegst du deinen Körper nach vorne, hier zurück, hier Spiegel genau nach rechts und nach links. Zeige ich noch ein bisschen aus dem Zentrum raus, bewegst du dich nur ein wenig, hier ein bisschen weiter und hier so weit, wie du kannst, bei guter Kontrolle. Füße am Boden, genau, sitzen bleiben. Und es geht nicht darum, ich schaffe einen Meter, nein, ich gehe nach außen, sodass ich mich gut kontrollieren kann und nicht umfalle. So, das ist die Idee, es geht los. Das, was ich gerade mache, ist komplex. Der Einstieg ist viel einfacher. Ich habe nur eine Stufe in jede Richtung. Ich probiere das erstmal. Ich mache es vielleicht spiegelbildlich mit dir wieder. Wir beide sitzen uns gegenüber in diesem Falle. Und arbeiten wie im Spiegel. Das heißt, du bewegst dich zu mir nach vorne. Und dann ist im Spiegel, bin ich auch vorne. Du gehst zurück, ich gehe zurück. Du bewegst dich im Spiegel zur Seite und ich mache mit. Und dann gehst du woanders hin und ich folge dir. Kommst du zurück? Spannend wäre, genau das Gegenteil zu machen von dem, was sie mir zeigt. Du gehst nach vorne, ich gehe zurück. Du gehst zur Seite, ich gehe zur anderen. Die Mitte ist immer neutral. Stopp. Und jetzt stelle man sich vor, wir würden in dieser Form uns noch im Spiel etwas auf den Kopf legen. Ein Radierer, ein frisches Taschentuch oder wenn ihr vielleicht auch bei euch in der Schule habt, so einen Pappdeckel oder genau, hier. Ja. Und dann schaut noch einmal zu, was jetzt passiert. Erkennt ihr es, was der Unterschied ist? Ja, der Kopf bleibt gerade. Er bleibt gerade. Und was unterstützen wir hier ganz stark? Augenkontakt, sagst du? Das Augenfixieren. Wir unterstützen die Augenstellreflexe, die Kontrolle und die Kopfstellreflexe. Und wir sind damit in der Gleichgewichtskontrolle bereits ein ganzes Stück weiter in der Entwicklung. Wir können es damit fördern. Wir kriegen aber auch eine Rückmeldung in der Beobachtung, wie weit ist das Kind? Und vielleicht hat es da wirklich Schwierigkeiten und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es beim Orientieren in der Klasse, im Raum, im Heft, im Buch, am Arbeitsblatt und so weiter auch Schwierigkeiten hat. Das ist ein ganz toller Hinweis. Und dann sieht man, was diese Spiele für einen irrsinnigen Wert haben, wenn man fachlich das einordnen und erkennen kann. Und jetzt hatten wir vorhin das Thema erste und zweite Klasse. Jetzt stell dir vor, du machst dieses im Stehen in deinem ersten Schuljahr. Was könnte passieren? Ja, es kann passieren, dass sie nach hinten auch umfallen oder zur Seite. Oder einen Nachstellschritt machen und das Gleichgewicht eben nicht halten. Und da sich auf den Weg zu machen, haben wir hier in dem Programm ein Top Trainings- und Ritualprogramm, was über 5 Stufen uns dorthin bringt. Und wir können es im Spiel aber auch machen, indem wir nämlich erst einmal wenig machen. Und als Lehrerinnen ganz, ganz geduldig sind, dass sich den Kindern die Zeit gibt, das auch zu lernen. Und das sind meine Rituale und Blicke.
So, jetzt hatte ich euch versprochen, und das möchte ich zumindest zum Abschluss auch halten, dass ich gesagt habe, lasst uns doch nochmal auf die 1x1-Passage gucken. Ich wähle die jetzt nochmal aus, gegen Ende unseres Seminars. Und hier geht es um Folgendes, dass wir gut zusammenarbeiten. Darf ich nochmal eine Kollegin bitten, die bereit ist, hier nach vorne zu mir zu kommen? Würde mich sehr freuen. Ja? Dankeschön. Wunderbar. Okay. Hältst du dich vielleicht mal so im Rücken zur Gruppe? Genau. Dann wäre so der erste Schritt. Erstmal, wenn ich jetzt mit dem Rücken arbeite, gehe ich ja direkt in Kontakt. Muss ich immer auch schauen, wie reagieren wir, wie kriegen wir das gut hin. Und da ist für mich ein Thema so das Tafelwischen. Und beim Tafelwischen geht es mir erstmal darum, Kontakt aufzunehmen und ganz klar von oben nach unten zu arbeiten oder ganz klar von links nach rechts. Und das nicht zart und nicht streichelnd, sondern mit einem guten, gesunden Handdruck. Aber auch nicht übermäßig fest, damit ich einen klaren Impuls gebe und einen klaren Input gebe. Das ist für viele Kinder eine Erleichterung, bevor es so chaotisch auf dem Rücken hin und her geht. Und wenn ich das gelegt habe, dann kann ich hier Zahlen einführen. Und eine der ersten Reihen, die ja eingeführt werden, ist zum Beispiel die Zweierreihe. Das muss nicht die erste sein, aber steht ganz am Anfang. Und diese Doppelkreis sollen bedeuten sozusagen Daumendruck oder Fingerdruck. Also mit einem Finger arbeiten. Das legt ihr dann fest. Und dann heißt es hier, wenn wir so miteinander arbeiten, ein bisschen schräger, Dankeschön, dann heißt es hier zum Beispiel, immer wenn ich dir diesen Druck gebe, du weißt, das ist jetzt die Zweierreihe, dass du die Reihe mit hochzählst. Wir fangen mal an. 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sehr gut. Hier geht es jetzt wirklich erst einmal um die Reihe. Wir könnten auch damit arbeiten, dass wir vereinbaren im Sinne der vollständigen Aufgabe 1 mal 2 gleich 2, 2 mal 2 gleich 4. Aber auch dieses Hochzählen einfach als Reihe, als Automatisierung hat auch seinen hohen Wert. Und dann arbeite ich so durch. Die Dreierreihe wäre zum Beispiel die Hand nebeneinander. Die Viererreihe wären gerade die Hände vertauscht. Die Fünferreihe ist so, dass ich die Hände nach außen ansetze. Ich kann da auch im Rücken dann ein bisschen tiefer arbeiten. Genau, die Sechserreihe ist so, dass die Hände übereinander sind. Also hier nebeneinander bei der 5, bei der 6 übereinander. Bei der 7 arbeite ich über ein Dreieck. Bei der 8 drehe ich die Hände einmal nach unten, sodass Ballen und Finger vertauscht sind. Bei der 9 agiere ich mit der Faust. Und bei der 10 streiche ich von oben nach unten über den gesamten Rücken aus. Und dann habe ich hier einen Input, wo ich mit dem Kind zusammen über Taktilität, sie muss stehen bleiben, Haltung kontrollieren, das ist Vestibularbereich Gleichgewicht. Und bei mir ist es stark propriozeptiv, diese Arbeit, auch taktil hoch, zusammen ins Arbeiten komme. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch hergehen und sagen, ich kombiniere zum Beispiel die Zeichen und stelle mal jetzt Folgendes dar. Jetzt haben wir es nicht geübt, deshalb bin ich mal gespannt, welche Zahl du jetzt wahrnimmst. 2. Genau. Und welche Zahl würdest du jetzt wahrnehmen? Schau auf das Plakat gerne, vielleicht spürst du schon. 3. Ja. Okay, und dann würde sie das spüren. Ich würde zum Abschluss auf die Schulter 3-mal klopfen und dann wäre die Antwort 2 mal 5 gleich 10. Also ich kann, wenn diese Zeichen ganz klar gelegt sind auf dem Rücken, auch mir sozusagen gegenseitig Aufgaben stellen. Das Rechenzeichen ist jetzt hier mit Mal, ich kann natürlich auch Plus, ich kann es also quasi von Anfang an einführen.
Und was erstaunlich ist, Dankeschön erst einmal, vielen Dank, Applaus. Also auch herzlich klatschen und in die Hände klatschen ist Taktilität, ne, Emotionalität sowieso. Wir freuen uns, dass du bereit warst. Ich bin dir dankbar, dass wir so arbeiten konnten und können sozusagen hier den Code geben. Und es ist wirklich spannend, wie schnell die Kinder das lernen und wie ruhig und konzentriert sie dabei werden können. Vielen Dank, wir sind gut unterwegs gewesen. Hier, spielen tut gut, Sinnenspiele, Klatschspiele, Fingerspiele, Spiele mit Sprechen, mit Sprache, Sprüchen kombiniert, Koordinationsspiele, fein- und grobmotorische Art, zu zweit in der Gruppe, in wechselnden Sozialformen, Schülerinnen und Schüler beteiligen. Das ist das Lebenswerk von Dorothea Weigel, die 25 Jahre in der Förderschule gearbeitet hat und von der er sehr, sehr viel lernen durfte und sehr viel proben durfte, auch in den weiterführenden Schulen. Und jeder von euch wird den Weg finden, wo er sagt, damit fange ich an, damit mache ich meinen Schritt, meinen ersten und gehe den zusammen. Das ist die Idee, die ich damit habe. Das ist nämlich nicht nur den Körper zu bewegen, kompensatorisch, sondern beweglich und flexibel zu werden im Geist. Frontalkortex, die Reifezeit über die 25 Jahre, die ersten mit zu unterstützen, aber auch kreativ sein, planen zu können, Ziele zu setzen. Aber last but not least, hier kommt es drauf an, auf das Emotionale, bewegend im Herzen, also ganz frei nach Pestalozzi hier mit dem Begriff Bewegung gearbeitet. Sehr schön. Okay, ein Abschlussspruch für uns. Bewegung steht bitte auf und damit sind wir am Ende. Nein, so einen großen V-Schritt am Boden, das kriegen wir gut hin. Vor, vor, rück, rück. Vor, vor, rück, rück. Sehr schön. Und dazu gibt es einen kleinen Spruch. Mut. Mut tut gut, denn mit ein bisschen Mut wird alles richtig gut. Hey! Und jetzt alle zusammen, einmal gemeinsam. Mut. Mut tut gut, denn mit ein bisschen Mut wird alles richtig gut. Hey! Vielen Dank, dass ihr da wart. Habt ein schönes Symposium weiterhin und viel Mut und Freude beim Ausprobieren.